Hallihallo, meine Lieben. Herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video von mir. Und zwar möchte ich heute in diesem Video eine Hamsterkäfigtour machen. Als ich das eine Abonnentin, schätze ich mal, ist es, von mir gewünscht hat. Und ja, ich habe zwar schon mal eins hochgeladen, das habe ich aber wieder gelöscht. Übrigens, ich habe jetzt auch ein neues Handy. Das kann ich euch kurz zeigen, wie das ausschaut. So sieht es jetzt aus. Das ist das Samsung Galaxy Core Prime Plus oder wie das heißt. Oder Core Prime. Ja, das ist ein neues und das alte hat jetzt mein Bruder. Ja gut, ich habe übrigens auch einen neuen Käfig. Also ja, größere Käfig halt. Und nicht mehr so einen kleinen. Und ja, dann geht's jetzt los. Ich muss auch ein bisschen leise sein, wenn mein Hamster schläft. Ich kann das nur heute machen, weil ich keine Zeit habe sonst. So, dann hier ist mal so ein Tunnel, also eine Weinbrücke, oder wie die heißt. Dann hier ist so ein Holzhaus, das hat er komplett untergraben. Dann hier ist so ein ein Laufrad. Entschuldigung, ich hab's gerade verwechselt. Also hier ist so ein Laufrad. Ich weiß, es sieht klein aus. Ich weiß nicht, ob es zu klein ist für meinen Hamster. Aber viele sagen, das Laufrad ist anscheinend zu klein. Und ja. Dann hier habe ich das Sandbad jetzt vergrößert. Ich habe so eine leere Haribo-Dose oder Box genommen und da habe ich jetzt Sand eingefüllt. Das hat ja auch komplett begraben, wie man sieht. Dann hier hängt die Trinkflasche sehr weit am Boden unten, damit er nicht so raufschauen kann, weil ich habe gehört, dass das zu Genickproblemen später führen kann und zu Schmerzen beim Hamster, wenn der Trink zu raufschauen muss. Man kann auch von einer so alten Teelichtkerze, wo die drinnen sind, das Silberne nehmen und dort Wasser reingeben, weil, ja, aber ich will es nicht machen, weil sonst leert er das immer wieder aus. Dann ist hier so eine Holzwippe. Denn hier ist eine Futterschüssel und daneben sind Insekten, Mehlwürmer, Grillen, Schrimps und ja, und alles Mögliche. Dann ist hier so eine Heurolle. Und hier ist so ein großes Haus. Und da drin schläft er gerade. Das halt auch etwas unterbuttelt. Aber ja. Sorry, wenn ich gerade nicht so gutes Licht habe, aber ja. Übrigens, ich habe auch noch so eine große Heurolle unbenutzt. Ich gehe mal ins Helle. Also das ist so eine ganz eine große. Die habe ich. Eine geschickt, die hat auch dschungarische Zwerghamster von einem, weil ich bin auf Facebook in so einer dschungarischen Zwerghamstergruppe. Und die hat mir mal so ein Paket geschickt, wo verschiedene Sachen drinnen waren. Da waren drei Kapokschoten drinnen, dann das hier, dann war das sind auch eben die Kabockschoten. Und ups, hier habe ich auch noch eine. Und ebenso zwei so große Dosen mit Insekten drinnen, mit Mehlwürmern und alles. Das ist jetzt in der Box drin.
wenn ihr nochmal ein Video sehen wollt, was ich alles von Hamsterfutter habe, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ja, und da hat sie mir das eben auch mitgeschickt. Ich weiß nicht, ob sie es gewusst hat, aber dass ich schon eine habe in kleineren Format. Eben. Eben diese hier. Ja. Und jetzt habe ich zu meiner Mutter gesagt, wir können diese große Rolle eigentlich fotografieren und auf Willhaben verkaufen für, ja, mal schauen, wie viel die gekostet hat ursprünglich. Für 9,18 Euro. Ja. Ja gut, das war's dann eigentlich mit dem Video. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.